Marcher en thérapie permet de diminuer l'anxiété, d'abaisser la rumination mentale, de favoriser le repos et le sommeil, de retrouver une détente musculaire et de retrouver une respiration qui va favoriser le bien-être de manière générale. 85% der Menschen treiben keinen Sport. Aber gehen können sie alle. Und wenn wir eben mehr Schritte sammeln würden, dann wäre das für unsere Krankenkasse auch ein wesentlicher Benefit. Wir sitzen ja 8 bis 10 Stunden mindestens am Tag. Darüber hinaus liegen wir ja auch noch die ganze Zeit im Bett. Dann ist der Reiz für den Organismus absolut zu gering, um seine Funktionstüchtigkeit zu erhalten. Und dann passiert im Körper ja fast gar nichts. Alles fällt so ins Koma. Dann greifen wir zur Tasse Kaffee, um uns überhaupt noch wach zu halten. Das ist beim Gehen nicht notwendig. Da werden alle möglichen Prozesse aktiviert. Quand j'ai eu ce problème cardiaque et puis que cette double hernie discale est apparue, je me suis demandé ce qui était en train de se passer pour moi, que quelque chose était réellement bloqué. Je ne pouvais plus avancer. Un jour, un de mes amis m'a dit « Prends des bâtons et va marcher ». Et là, quand il m'a dit ça, je me suis dit « Il est complètement fou. J'ai tellement mal, je ne vais jamais arriver à prendre des bâtons et à aller marcher ». Finalement, ces bâtons, je les ai pris un matin. Et puis j'ai commencé à marcher, petit à petit. Quand on marche, on respire. Et que marcher avec des bâtons ouvre la poitrine. Parce que quand on marche, le cœur est comme propulsé. Et cette respiration, elle crée quelque chose à l'intérieur de nous. Cette respiration, elle va non seulement bien sûr réoxygéner tout notre système, mais elle va aussi mettre en route tout un système hormonal d'endorphines qui vont venir rééquilibrer au niveau des neurotransmetteurs quelque chose dans notre cerveau, mais forcément aussi quelque chose dans notre corps. Nehmen wir das Thema Diabetes. Ja, eine Epidemie in ganz Europa. Hierfür brauchen wir körperliche Aktivität, weil nur so Zucker verbrannt wird beispielsweise in den Muskeln. Oder auch das gesamte Stoffwechselsystem wird aktiviert. Oder auch der Blutdruck, die Blutdruckregulation, auch die findet nur bei körperlicher Aktivität und nicht bei Inaktivität statt. Grundsätzlich ist das so, dass wir beim Gehen ganz viele körperliche Funktionen positiv stimulieren. Erstens ist von der ersten Sekunde das Immunsystem aktiv. Wir bekommen eine bessere Abwehr, die Durchblutung wird erhöht. Dementsprechend kommt in jede Zelle mehr Sauerstoff hinein. Fast alle Muskeln sind dabei aktiv und werden gereizt. Gelenke werden ernährt, Knorpelstrukturen werden versorgt, Bänder und Sehnen bleiben dadurch elastisch. Das Herz-Kreislauf-System wird gestärkt, weil letztendlich erstens das Herz kräftiger wird und dadurch weniger oft schlagen muss. Eine Ökonomisierung der Herzarbeit resultiert daraus. Das Herz ist der Motor, es ist die Pumpe des Lebens und das Blut wird durch unsere Adern gepumpt, es transportiert den Sauerstoff zu unseren Gefäßen, zu den Organen, in unser Gehirn und es hält uns einfach am Leben. Bewegung ist Medizin. Marcher, c'est ouvrir une porte au monde. Marcher, c'est être en connexion avec soi, avec la nature. Marcher, c'est être vivant.